Sachsen Dani wird Ihnen präsentiert von Hairsun, Ihre Spezialist für Hair Colors in Cut, Hair Extensions und Wimpernverlängerung. 2 Minuten vom Bahnhof SBB zu Basel. I wanna be a star. Ich gehe zum Tattoo-Star im Bratteln. Bei mir ist der Tobi. Tobi, ich habe jetzt selber nicht wirklich eine Affinität zum Tattoo, aber trotzdem interessiert es mich. Du hast mir angerufen, ich bin hier reingekommen, habe zuerst gedacht, wow, Kosmetikstudio. Es ist so schön gemacht hier alles. Wie ist die Geschichte von diesem Laden? Der Laden ist eigentlich ganz einfach entstanden. Ich bin auch vor 5 Jahren angefangen. Dann wollte ich mich eigentlich ein bisschen entwickeln, ein bisschen grösser werden und bin natürlich eine Station weitergegangen und habe einen grösseren Laden gehabt. Und dann selber aufgebaut und that's it. Wie hast du das gelernt? Macht man hier eine Lehre zum Stechen lernen? Ja, es ist einfach schon primär, ich bin zu einem Tätowierer gegangen, habe 4 Jahre gelernt und nach diesen 4 Jahren überall ein bisschen umgekreist, weltweit gesammelt und dann 2007 bin ich wieder zurückgekommen und that's it. Was mich jetzt noch interessiert, ich sehe überall, und das fällt mir auf, in vielen Tattoo-Studios hat es meistens Totenköpfe. Warum müssen es denn immer Totenköpfe sein? Ich meine, ich weiss, es gibt auch Rösli und Herzli, aber warum Totenköpfe? Ist das auch, es läuft jetzt keine Heavy-Musik? Nein, gar nicht. Bei uns ist es mehr so Hip-Hop, R&B, Blues, Jazz, alles. Je nachdem, ob der Totenkopf hat, ich weiss auch nicht. Wir haben gar keinen Totenkopf, wir haben übrigens einen Vampirkopf und keinen Totenkopf. Und der Totenkopf gehört irgendwie zu dieser ganzen Geschichte eigentlich. Der Deathhead, Totenkopf, Flamme, Herzli, das ist einfach typisch Tattoo. Okay, und jetzt müsst ihr natürlich gut zuhören, das haben wir nämlich bis jetzt gar noch nicht gesagt. Wir sind hier am Mitternachts-Tattooing und das ist, denke ich, ein absoluter Hammer. Gute Schiene, die du hier aufgezogen hast. Wie ist die Idee entstanden und wie soll das weitergehen? Wann kann man ins Mitternachts-Tattooing denn kommen in Zukunft? Zuerst mal, die ganze Mitternachtsgeschichte ist so entstanden, dass wir am Freitag immer den Friday Special hatten. Durch das, dass ich jetzt noch einen anderen Job habe, nebenbei in den Medien, sage jetzt nicht wer, habe ich gesagt, um den Freitag auf den Samstag verschieben. Einmal im Monat, Mitternacht tätowieren vom 8 Uhr zu oben bis am 4 Uhr morgen. Und das ist jetzt das erste Event und das funktioniert. Ganz kurz, wie findet man es? Ganz einfach, St. Jakobstrasse 66 in 41 33 in Bratteln. So, jetzt sind wir hier beim Alex. Alex, du bist jetzt gerade dran. Wie ist jetzt für dich das Gefühl? Ich habe gesehen, du bist völlig relaxed. Bist du meditieren? Nein, nicht ganz. Aber es ist angenehmer wie mit der Maschine. Es ist ein angenehmes Gefühl. Hast denn du das vorher schon gekannt, dass man das auch so von Hand machen kann? Oder ist jetzt das heute oben einfach so entstanden? Nein, ich habe das in der Reportage nicht gesehen. Und so. Und ich arbeite eigentlich auch für ein Tobi an der Convention für die Hygiene und so. Und er ist eben neu dabei und macht das gerade. Und wenn man es gerade vor der Nase hat, dann muss man es halt machen. Was hat denn dich zum Tattoo gebracht? Was ist die Begeisterung dahinter? Warum lässt du dich stechen? Andere sammeln Bilder, hängen es an die Wand. Ich sammle Tätowierungen. So, und jetzt haben wir hier den Lars. Er macht das, wie gesagt, eben von Hand. Was ist da Spezielle dran? Woher hast du das mitgebracht? Ich habe das in Thailand gelernt. Und eben der Vorteil ist, dass es von den Schmerzen ein bisschen angenehmer ist und für Heilung ist viel schneller. Dass es weniger Vernarbung gibt. Aber das sieht jetzt trotzdem relativ stumpf aus von mir. Jetzt, das ist nicht wie mit dem Maschinen, dass du Löcher stichst. Es ist schon so, dass ich Löcher stiche, doch. Aber durch das, dass ich ein Ziel stechen kann, durch das schneidet es nicht, durch das sticht es nur. Aber warum macht denn das nicht weh?
Ein bisschen schon. Es gibt schon ein bisschen ein Beigsen. Aber ist er jetzt einfach hart gesotten? Ja, ja, also... man spürt schon ein bisschen etwas, aber ich würde es nicht als Schmerz bezeichnen. Aber man spürt schon ein bisschen ein Beigsen, das schon. Jetzt würde ich sagen, konzentriere dich weiter, das ist ja doch Kunst, oder? Ja, ja, Mama. Das ist schon Kunst, Mann. Ja. So, Jasmin schafft auch hier. Jasmin, ist das eigentlich immer so, dass wenn man so Entwürfe macht, machst du das immer selber, immer von Hand? Oder bringen die Leute auch ihre eigenen Sachen? Ja, viele Leute bringen eigene Sachen, aber in der Regel schaue ich schon, dass sie alles eigenständig zeichnen. Dass es sicher ein Unikat gibt und nicht irgendein 0815-Tattoo. Ja, aber du sagst jetzt dem so lapidar zeichnen, aber für mich sieht das jetzt wahnsinnig aus. Wie hast du das gelernt, das Zeichnen? Ich mache das schon seit klein auf und irgendwie als Hobby halt. Ich mache es gerne, wenn es mal langweilig ist am Telefon und tust. So. Wie ist das für dich selber das Gefühl? Ich sehe auch, du hast diverse Tattoos, du hast da sogar noch irgendein paar Nieten drin. Das ist ja ganz abartig. Was hat dich dazu gebracht? Mir gefällt es einfach und durch das halt der Beruf erlernt habe, kommt es halt immer mehr dazu. Ja, aber im Moment ist es auch gerade gut, so wie es ist. Also was gefällt dir denn daran, so Body und Kunst? Gehört, willst du das so ein bisschen zusammenbringen? Ja, ich finde es einfach einzigartig, wie unterschiedlich und individuell jeder Mensch durch das wird. Und das gefällt mir. Endlich hat jeder andere Motive und jeder seine eigene Richtung, was ihm gefällt, was ihm... Ich meine, jedes Tattoo hat zum Teil auch Bedeutung und so ist jeder Mensch. Also, viel Lebensgeschichte auf der Haut. Also Tattoo makes unique. Maxim Danny ist Ihnen präsentiert worden von Hairsun, Ihre Spezialist für Hair Colors and Cut, Hair Extensions und Wimpernverlängerung. 2 Minuten vom Bahnhof SBB zu Basel.